Hey Leute und herzlich willkommen auf dem Player Sub Channel. Ich bin euer Silvi und präsentiere euch The Cheese. In dieser Reihe zeige ich euch mit kurzen Videos, wie ihr mit dreckigen Cheese-Techniken Elo gewinnen könnt. Wenn euch das Video am Ende gefallen haben sollte, dann drückt auf den Like-Button. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, aber ihr wollt kein weiteres Video von The Cheese verpassen, dann drückt ebenfalls auf den Sub-Button. Heute beschäftigen wir uns mit einem der größten Tilter bzw. Cheeses in League of Legends. Die Technik hat keinen offiziellen Namen, von daher nenne ich sie einfach mal das Tower Sandwich. Damit meine ich, die Gegner zwischen T1 und T2 Tower zu diven. Das tut man im Normalfall im Early Game, wenn der Gegner gerade von der Base neu zur Lane zurückkommt. Wir schauen uns das Ganze einfach erstmal an und dann rede ich mit euch im Detail drüber. Als kleine Anmerkung hier, der Cheese ist auch ohne Jungler möglich, es ist aber am gängigsten das Ganze mit dem Jungler zu machen. Ein roamender Midlaner kann es ebenfalls mit euch tun oder die Duo Botlane zusammen. Okay, nachdem ihr euch den Failhook von Resteficker angesehen habt, kommen wir zum ganz einfachen 5-Schritte-Plan. Davor aber nochmal eine kurze Warnung für euch, Leute. Bevor ihr diesen Cheese macht, stellt sicher, dass der gegnerische Jungler nicht in der Nähe ist. Schritt Nummer 1. Der Gegner muss irgendwie in die Base gehen, von dort aus dann zurück auf die Lane. Das heißt, er muss irgendwie wenig HP gehabt haben, gestorben sein oder vielleicht war er AFK und ist gerade reconnected. Schritt Nummer 2. Wenn ihr gesehen habt, dass der Gegner in die Base geht, pusht die Lane einmal komplett ein. Klein Timmy fragt sich jetzt bestimmt, aber Silvi, warum soll ich das Ganze einpushen? Ganz einfach, Klein Timmy. Dadurch, dass wir die Wave einpushen, verliert der Gegner Minions und es gibt eine hohe Chance, dass ein Bounce erzeugt wird, wodurch er noch mehr Minions verliert. Egal, ob der Cheese klappen sollte oder nicht, könnt ihr euch hier auf jeden Fall ein Minion-Advantage rausholen. Schritt Nummer 3. Mindestens eine Person soll sich auf der Top-Lane oder auf der Bot-Lane beim Gebüsch in der Nähe des Towers verstecken. Ihr könnt aber auch gerne, wenn ihr wollt, zu zweit oder zu dritt da drinnen warten. Ganz wichtig, Leute, stellt sicher, dass ihr offensichtlich euch nicht Richtung Gebüsch bewegt. Der Gegner könnte dann davon Wind bekommen und ganz an der Wand entlanglaufen, sodass der Cheese nicht mal ganz so effizient funktioniert. Schritt Nummer 4 ist, so gesehen nicht Schritt Nummer 4, weil das Ganze optional ist, aber ich will es trotzdem nochmal erwähnen, Warded die Lane. Dadurch seht ihr, wie der Gegner sich bewegt. Vielleicht möchte er ja das Gebüsch warden, in dem ihr drinne seid, und weil ihr gewardet habt, könnt ihr ihn dann auch dabei direkt catchen. Wenn ihr die Lane warden solltet, passt halt auf, dass die gegnerische Minion Wave eure Ward nicht sieht. Deswegen hier ein kleiner Tipp. Schaut euch einfach an, wo eure eigene Minion Wave ist, dann wisst ihr auch eigentlich genau, wo die gegnerische Minion Wave ist. Schritt Nummer 4. Wartet einfach auf den Gegner. Schritt Nummer 5. Zerstört den Gegner wie die Boosted Animals, die sie sind. Wenn ihr auf den Gegner drauf geht, am besten aber immer mit CC starten. Das macht alles viel einfacher. Egal, ob der Gegner dabei stirbt oder auch nicht. Er geht entweder zurück in die Base und verliert noch mehr Minions durch den Bounce, den wir erzeugt haben, oder er bleibt mit Half-Life auf der Lane und wird eine relativ schwierige Laning-Phase haben. Oder er lässt sich nochmal schießen. Oder er lässt sich nochmal schießen. Mit diesem Cheese könnt ihr eine Lane in ein paar Minuten so hart gewinnen oder im Idealfall euren Gegner so hart tilten, dass er denkt, dass der Gray Screen Bug actually ein Feature ist. Aber ja, Leute, das hier war's mit The Cheese. Falls ihr einen Cheese kennt, den ich hier vorstellen sollte, schreibt es in die Kommentare mit seiner Ausführung. Falls nicht, dann bin ich auch erstmal weg, Leute. Tschö, tschö, hau die rein und good luck beim Cheesen.